Hi Leute, wir sind immer noch in Köln, sind ein paar Tage vergangen, aber wir sind halt immer noch hier. Komisch, ne? Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden die Deko schon mal platzieren, weil da kommen wir später schlecht dran. Wir werden die Beleuchtung montieren und ja, das Becken fertig machen, einrichten, ne? Alles Mögliche. Restliche Technik, fehlt noch ein bisschen was. Genau. Oh, das sind die Lampen. Hast du ja vorgearbeitet. Ich habe mal was vorbereitet. Bist aber ein Fuchs, ey. Am besten legst du die mit den LEDs nach unten. Ich finde das aber jetzt ein bisschen viel auf einmal. Ja. Woanders hinlegen, anders hinlegen. Aber in der Stellenbeschreibung stand doch Multitasking, oder nicht? Nee. Worauf ich mich echt am meisten freue. Zwei rein. Hammer, oder? Weißt du, was das für ein Pflanzenwachstum geben wird? Nee. Ich sehe es am Ende. Das ist das, worauf ich mich seit Wochen freue, diese Lampen in Betrieb zu nehmen. Ich habe die jetzt bei einem Aquarium drauf. Das ist das schönste Licht für ein Süßwasserbecken, was ich hier gesehen habe. Unfassbar. So, schön. Stell mir mal ein paar Fragen, Janis. Dann habe ich wenigstens was zu tun bei der Arbeit. Was ist das denn jetzt für ein Filter? Das ist ein Oase 850 Thermo. Brauchen wir, weil? Brauchen wir drei Stück von, damit die Fischausscheidungen verarbeitet werden können von Bakterien. Dafür brauchen wir einen Filter. Und natürlich, damit Schmutzpartikelchen auch aus dem Becken rausgefiltert werden. Warum nehmen wir jetzt die anstatt das Technikbecken? Ja, das Technikbecken ist ziemlich verkorkst, ziemlich verbaut. Auf dem Weg des Wassers nach unten ins Technikbecken geht halt super viel CO2 verloren, weil das alles aufgewirbelt wird und sehr viel Strömung und Sauerstoffeintrag ist. Deswegen arbeite ich eigentlich bei Pflanzenaquarien ungern damit. Außerdem, wenn man das mal reinigen will, ist das hier eine Riesensauerei und diese Filter, die kann man einfach ganz bequem mitnehmen und sauber machen. Also hat eigentlich nur Vorteile. Ne? Also der Schacht ist auch nicht wirklich vertrauenswürdig, finde ich. Also es ist ein ganz komisches Konstrukt alles. Bin ich eigentlich froh, wenn das außer Betrieb ist soweit. Ne? Du kannst erst den hier aufmachen, dann hast du hier die Stutzen in der Hand. Und dann kannst du hier, ist ein Vorfilter drin, kann man dann rausnehmen und einfach sauber machen. Total gut, muss man nicht immer den ganzen Filter auseinandernehmen, kann man auch mal einfach nur die Vorfiltereinheit sauber machen. Ansonsten hier hinten die Heizung eingebaut, 26 Grad, alles gut. Hier ein Körbchen drin, ne? Schön mit Schwämmen, sehr sympathisch. Hat man theoretisch wie auch praktisch eigentlich kaum Nitratabbau. Und das ist gut, weil? Pflanzen das ja eh wegziehen. Ne? Also ich habe in meinem Becken ja immer Nitratmangel eigentlich. Daher finde ich das ganz angenehm. Aber eigentlich findet im Filter eh kein Nitratabbau, egal was man da, Siporax, keine Ahnung. Ich glaube nicht wirklich messbar. Sehr kontrovers. Kontroverses Thema, ja. Also wenn man diese Reaktoren einbaut, die haben immer so Stufentüllen für Schläuche, damit man verschiedene Schlauchstärken benutzen kann. Wichtig ist halt jetzt, wenn man 16-22er Schlauch nimmt, dann muss man die dicke Tülle nehmen und die dünne muss abgesägt werden, weil der Durchmesser hier, ne, also hier innen drin, ist natürlich kleiner als der hier. Den mache ich jetzt noch auf mit dem Messer, ein bisschen entgraten, dann wird er noch was größer. Ansonsten hat man halt eine ziemliche Durchflussreduzierung. Ne? Das nimmt ja richtig Strömung aus dem Filter. Soll natürlich nicht sein. Aquamedic-Reaktoren sind ziemlich schlecht vormontiert. Also wenn man den einfach so anschließt und davon ausgeht, das wird schon alles dicht sein, dann geht das hundertprozentig in die Hose. Und es sind ziemlich spittelige Kunststoffgewinde. Da muss man ganz, ganz vorsichtig anziehen, sonst hat man direkt das Ganze überreizt und das Ding ist kaputt. Wenn der von der Funktion auch super ist, muss man einfach sehen hier, wenn man da mal drauf guckt, dass man gar nicht richtig die einzelnen Teile anziehen kann, weil die schon aneinander stoßen, also diese Kanten. Ne? Und das ist wirklich eine Sache, fragt man sich auch, woran die legen. Das schneidest du bitte raus. Und die kommen jetzt an die Leitung vom Einlauf? Genau, an die Druckleitung. So, das ist feste. Da brauche ich jetzt einen Filter eigentlich. Mhm. So, für alle die sich jetzt fragen, warum benutzt er denn nicht die Überwurfmuttern? Weil das genau mit dem Rahmen nicht passt. Also ich musste sogar hier noch so ein Stückchen Steg wegschneiden. Für ein normales Aquarium in den Ecken, wo keine Glasleisten sind, da passt es auf jeden Fall. Aber halt mit so einem Stahlrahmen hier oben, da ist das ein bisschen Spack.
sagen. Das Wasser wird hier angesaugt, das Rohr werde ich noch verlängern, das ist ein 16 mm Rohr. Geht hier runter. Durch den Filter durch. Oase 850, ganz cool gemacht, weil man kann die Heizung einfach rausnehmen und austauschen. Das ist ja bei anderen Filtern nicht unbedingt möglich. Dann geht es durch den Filter durch, dann kommt das Wasser hier wieder raus, geht durch diesen Reaktor durch, also von oben nach unten die Strömung, weil das CO2 von unten nach oben kommt, wird das eingewaschen. Kommt dann hier durch die Druckleitung ab oben aus dem Auslauf raus. Fertig. Das Ganze dann dreimal? Nein, das Ganze nicht dreimal, weil wir brauchen hier nur zwei CO2-Anlagen. Diese Reaktoren, die sind, der heißt Reaktor 1000. Früher stand da mal bis 1000 Liter, jetzt auf einmal steht da bis 2000 Liter. Deswegen heißt der Reaktor 1000. Ich finde nicht, dass man den bis 2000 Liter Aquarium benutzen sollte. Deswegen haben wir zwei CO2-Anlagen, die über einen Dennerle pH-Controller Deluxe gesteuert werden. Das heißt, hier ist später eine Sonde im Becken, die den pH-Wert misst, stellt die automatisch die CO2-Menge ein. Das heißt, das ist ein Magnetventil, das dann an- und ausschaltet. Da reichen dann zwei Anlagen für. Aber Filter sind drei. Filter sind drei. Da sind bis 850 Liter ausgelegt. Deswegen haben wir hier drei Filter genommen. Also dreimal den 850er Thermo auch, damit schön geheizt wird. Ne? Angenehm bei denen hier, bei den Druckminerern, dass da das Magnetventil mit drin ist. Das finde ich wirklich eine gute Sache. Ja, okay. So, kommt hier oben rein. Dann haben wir die schon mal angeschlossen. Das ist ja schon mal schön. Und das ganze Zeug hier, das kann alles weg. Soll ich eben reingehen, die platzieren, oder was? Ja. Dann brauche ich eine Leiter für. Den musst du drehen. Die 1 steht ganz da an der Seite. Ja, den musst du einmal drehen. 180 Grad an der Rückwand. Und der müsste jetzt eigentlich wer so rein. Die 1, der müsste rechts am Schacht stehen. So war der. Okay, alles klar. Guck mal, die 2 kommt gar nicht ganz nach hinten. Der kommt irgendwo hier hin. Okay. So ist das nämlich. Okay, warte. Bleib doch mal ganz ruhig. Ich bin ganz so schmeidig. Das Ding hier, ne? Diese Strebe da. Guck mal, der Flex. Und der so. Und der kam so. Genau, so war das. Ja. Jo. Ja. Gehen wir am besten durch das mittlere Feld. Ne? Das ist die Frage. Mal eben an. Müssen erst, du musst erst mal vorsichtig mit der Decke. Nee, du musst da schon reintauchen. Ja, du bist ja schon weiß. Vorbei. Ja, warte. Du musst schon runter. So, jetzt ein Stückchen zurück. Ja, gerne. Am gernsten. Okay, alles klar. Hinter dir. Eine Lampe. Lampe da. Da Lampe. Warte, nee, jetzt bin ich mit dem Arsch. Warte mal. Nee, ich muss erstmal, ich sehe ja nichts. Genau, wir müssen ein Stück zurück, weil der muss noch mit... Ich bin kleiner. Ja, du stehst auf der 7. Stufe. Pass auf, ein ganz kleines Stück zurück. Jetzt sind wir hier drin. So, pass auf. Jetzt kommen wir hier rüber. Nein, schaffen wir nicht. Doch, schaffen wir nicht. Und ich liege nur auf dem Blech. Darf ich da richtig. Rüber? Ja, bitte. Dann, Cobra, übernehmen Sie. Ich hol mal das Handtuch, weil du musst dich irgendwie da auf dem Blech abstützen. Das ist ja Horror, ist das ja. Oh, das ist ja Schnittverletzung 8. Grades. Geht gar nicht, das Ding. So, komm. Hilft alles nichts. Nee, ist richtig. Da. Zentimeter, ja. Jetzt. So. Also, jetzt musst du. In den äußersten Winkel. Genau. Und wenn er halt 10 cm wegknackt, dann. Genau. Schrauben wir wieder an. Noch ein Hauch. Warte, wenn wir jetzt ein bisschen drehen, dann ist er drin. Guck mal. Nee, noch nicht. Doch. Ist er. Den können wir abmachen hier oben. Da ist jetzt er. Ist er ganz weg. Na, egal. Komm. Ist so, Prinzip ist erfüllt. Ist Natur. Pur. Natur pur, genau. Jetzt. Jetzt können wir da. Jetzt ist er da, wo er hin soll. Ja. Okay, das heißt jetzt Schiene. Das ist schon geil. Ja. Das ist schon richtig gut. Ja, okay. Komm, let's go. Der Plan ist. Ja, da bin ich, auf den bin ich gespannt. Hier drunter. Also hier drauf. Nee, da drunter. Höher. Komm, mit Gewalt. Nein, ja. Andersrum, von unten vor die Schiene ballern. Ja? Ja, wir müssen jetzt mit der Wasserwaage gleich gucken. Aber halt das Ding mal fest, bevor das jetzt abschmiert hier. So, Wasserwaage sagt, alles tutti, kann man genauso machen. Bohrer richtig einspannt, dann eiert der auch übrigens nicht. Ja, das können wir machen. Ja, kommt der? Ja, er kommt. Nur mal das Loch da irgendwie treffen, ne? Aha, klingt aber. Sieht bombenfest aus. Tatsächlich fest. Ja, bombenfest. Wenn wir die noch verschrauben, dann. Ja, ja. Ich würde jetzt nicht das Ding verbiegen noch. Nee. Schon gerade lassen. Eben noch mal eine Wasserwaage vorne draufhalten, bitte. Ja, warte mal. Ich mach mal eben den Sack hier weg. Damit der Jan ist hier nicht noch. Der soll ja da rein, ne? Kannst du bitte die Wasserwaage. Der kann doch da rein, der Sack, ne? Der kann da jetzt rein, ja. Der alte. Bitte? Was ist das? Das ist der Nährboden. Das ist Deponit. Der Black. Black Deponit. Wasserwaage. So,
Aber ich kann das auch selber machen, wenn ich jetzt schon mal hier oder. Du musst nur gucken. Du musst nur gucken. Voll in der Bauch. Dann bräuchte ich bitte auch eine Ü-Scheibe. Eine lange oder kleine Schraube? Einfach nur eine U-Scheibe. Okay. Aber jetzt nicht 3 Sekunden später, sondern ich brauche eine Schraube. Ne? Ich brauche bitte eine Schraube noch. Mhm. Mir auch. Supi. Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht mehr. Das ist dein Problem, nicht meins. Du brauchst ja unbedingt da rein. Der riecht aber schön, finde ich. So ein bisschen Mutterboden. Kannst, ja, ist ja auch so. Warum benutzen wir jetzt eigentlich das und kein Soil? Soil ist tatsächlich nirgendwo lieferbar im Moment. Und alle Hersteller haben Probleme damit, zumindest alle, die ich benutzen würde. Mein Lieblingssoil ist ja der Denale, weil der einfach nicht so scharf ist. Und man damit noch normal Aquarien einrichten kann, ohne die ganze Zeit Wasser zu wechseln am Anfang. Wäre natürlich hier schön gewesen, weil er hätte das Wasser ein bisschen eingestellt. Ne? Aber ist leider echt nicht lieferbar im Moment. Aber früher haben wir das ja auch gemacht mit Deponitmix und Kies. Und die Becken laufen heute noch super gut. Sieht man eigentlich auch bei den Becken von unserer ersten Tour, ne? Das ganz große. Das war ja auch noch zum Beispiel, cool. Zum Beispiel, genau. Von der Norbert hat einen Sandflat. Ne? Oh ja. Vom Bibermarkt. Sag mal, wolltest du das nicht in Waage abziehen, da alles, oder? Ich weiß ja gar nicht, wie hoch der sein muss. Das sagst du mir gleich. Das sag ich dir gleich. Flattener. Nee. Sandflattener. Norbert, kommst du mal eben? Ja, gerne. Auf dem Strich, wo ist denn der Strich? Geh doch mal auf. Ich seh den gar nicht. Geh mal bitte auf den Strich. Ich seh den nicht, jetzt ohne Scheiß. Ja, ist doch nicht. Ja, aber das ist aber schwierig abzuschätzen, unten drunter. Ist ja wie eine Schattenfuge drin. Ja. Hey, komm. Bleib mal ruhig. Ganz klar, also muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir gut. Dann kommt ja noch die schwarze Rückwand nachher rein, ne? Also die, sprich die Folie. Die sollten wir vielleicht nicht vergessen. Die machen wir jetzt als nächstes. Okay. Ja, hat schon was, ne? Mit dem Schwarz. Sandflatner. Hier wird alles gleichzeitig gemacht. Licht installiert. Natürlich. Sand geflattened. Ja, natürlich. Und zwar kannst du das mal bei mir aus dem Gesicht nehmen? Die Arme und die Beine. Warum komme ich da nicht durch? Keine Ahnung. Okay, oh, muss ich nicht. Hat das gezogen, da kann ich mich dran aufhängen, wenn das hier alles ausläuft. Darf man so was sagen? Warte, jetzt langsam. Ja, mach du langsam. Bin gleich am Ende hier. Ich zieh nicht, ne? Bitte? Bleib stehen, wenn, ja, dann entscheidest du, ob du ziehst. Ja. Dann ist dein Verderben dann. 2 Meter können ganz schön lang sein, ne? Jetzt gehst du mal ein bisschen nach hinten. Genau, und immer schön stramm halten. Stramm ist gut. Du kommst jetzt hier rüber. Setzt du die oben an oder wo? Setzt du die oben direkt unter dem Silikon an. So schön das geht. Ja, jetzt müsste aber gehen, guck mal. Gucken. Wenn ich muss da so reinschieben. Schieb rein, schieb durch. Es ist Tag 2 unseres Projekts. Wir haben Samstag, kurz nach 8. Wir werden jetzt das Licht installieren, bepflanzen später noch, Technik in Betrieb nehmen, eine Wasserversorgung, eine Konstante noch installieren. Sonst noch was, Janis? Nee, ich denke. Nö, ne? Sind oder? Wir fertig. Ja. Dann sind wir fertig. Jawohl. Sind dann so Sachen, die ich mir wirklich nachts überlege. Es gibt so Situationen, wo ich dann nachts aufwache und dann über sowas nachdenke, weil es mich wurmt, wie man es wohl machen kann. Ohne dass es jetzt 1 Million Euro kostet. Ziehen wir die erstmal ganz hoch, würde ich sagen. Das sind jetzt 2x5. Genau, 2x5 für 2000 Liter. Und die absolut werden jetzt so parallel aufgehangen oder sind die versetzt, wenn du die zweite aufgehangen hast? Parallel, hintereinander. Ah, okay. Immer Felder, 50er Felder, habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Wobei ich sagen muss, dass die Lampen jetzt hier, die haben echt nochmal einen ganz anderen Abstrahlwinkel als die G4. Freshwater. Das ist einfach fantastisch. Ich bin einfach hin und weg. Aber das werdet ihr gleich sehen, warum ich hin und weg bin. Das dauert noch ein bisschen, weil ich noch die Verkabelung hier eben gleich legen muss. Dann würde ich sagen, machen wir die Reihe vorne. Die mache ich aber dann auch von vorne. Mhm. Ach, da sieht man aber mal die LEDs. Ja, kannst du mal. Cool. So, die hängen jetzt erstmal was höher. Kabel, was weiß ich, alles. Ist schon nicht so ganz ohne meistens, das alles gehandelt zu kriegen. Für 10 Lampen ist schon ordentlich. Dieser Kabel. Wurscht. Ja. Die ganzen Netzteile hängst du da an die Wand? Oder? Ich wollte die eigentlich hier aufhängen, ja. Falls da mal einer eine Idee hat, wie man Netzteile ordentlich
schön befestigt. Mhm. Kann er ja mal was schreiben, oder? Unmenschliche Verkabelung. Fährst du die dann auf voller Leistung? Klar. Wie viel Watt hat so ein Ding? 90. Wenn jetzt hier überall noch ein Kabelbinder jeweils drum macht, so. Aber ich weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat, ehrlich gesagt. Aber das sieht trotzdem total kacke aus, glaube ich. Bist du bereit für den magischen Moment? Ich bin bereit. Soll ich Power draufgeben? Mach. Erstmal richtig überbelichtet, warte mal. Wuhu! So. Gut. Weiter geht's. Sehr schön. Ja. Alright. Krass. Was man immer auch gucken sollte, wenn man jetzt so ein Becken einrichtet und gerade ein paar mehr Lampen drauf hat, dass man mal eben mit der Mobius-App hier die Lampen schon mal einträgt, weil es kann immer mal sein, dass man die updaten muss und bei 10 Lampen kann das schon mal eine gewisse Zeit lang dauern. Mache ich das jetzt mal eben. Ist gut so, ne? Ja. Super. Hervorragend. Hier die Wurzel, das ist so ein bisschen hochgekippt einfach. Also da war die Grundplatte anscheinend doch noch zu klein, um gehalten zu werden. Beziehungsweise wir haben es einfach vielleicht auch unterschätzt beim Befüllen. Als der Wasserstand so hier war ungefähr, war halt hier hinten das Teil komplett im Wasser und hatte Auftrieb. Und der hier, der war noch aus dem Wasser und hat nach unten gezogen und dann kam die Ecke hier hoch. Ne? Jetzt haben wir erstmal die Steine draufgepackt. Da müssen wir dann einfach mal gucken, wie lange die drin bleiben müssen, ob sich irgendwann so eine gewisse Neutralität durch das schwere Holz innen drin und die Rinde außen einstellt, dass vielleicht dann der Sand auch reichen würde. Ne? Muss man einfach mal gucken. Oder der Kies. Norbert hat gestern immer Sand gesagt. Ne? Jetzt bin ich auch mit Sand irgendwie die ganze Zeit dran, dass der Kies dann vielleicht reicht. Im nächsten Step würde ich sagen, bepflanze ich das Becken jetzt. Dazu habe ich einfach echt eine ganz bunte Auswahl an Pflanzen mitgebracht. Die Idee ist eigentlich, hier hinten zwischen diesen ganzen Ästen, wie so einen Busch im Wald, ja, sagen wir mal, dass die Baumstämme aus den Pflanzen rauskommen und da hinten in der Ecke auch um diesen Baumstamm rum nochmal schön einen zweiten Busch zu machen. Mhm. Die Idee davon kam eigentlich hierher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sieht, weil das Licht ist hier aus. Doch, alles gut. Hier kam ja eigentlich die Idee, das mit diesen Baumstämmen zu machen. Um das Thema einfach aufzugreifen, dieses Waldthema, dachte ich, kann man das im Aquarium nochmal wieder spiegeln. Pflanzen-Unboxing können wir machen. Mit allem möglichen Zeug, was ich so mit habe. Wunderschöne Pflanzen. Kryptokorine. Für die Mitte. Unfassbare Qualität. Ich muss halt sagen, mich haben viele Leute angesprochen wegen Pflanzen oder angeschrieben, ob die Pflanzen bei mir kaufen könnten. Und es ist halt so, bei der Auftragslage im Moment bin ich absolut am Limit, was meine Pflanzen Produktion angeht. Das heißt also, leid es mir tut, inhaltlich Tropika oder Dennerle, da habe ich schon meine Grenzen erreicht hier. Das ist jetzt hier mein Bodendecker. Bei kleinen Becken würde ich ihn vielleicht nicht als Bodendecker nehmen, sondern eher als Mittelgrundpflanze. Aber ich finde, bei so einem 80 cm hohen Becken kann man das ruhig machen. Was ist das? Weiß ich nicht genau. Schon Ewigkeiten. Vermehrt sich eigentlich richtig gut und macht halt einen sehr, sehr schönen, dichten Rasen. Sieht so ein bisschen Vallisneria-artig aus, ne? Ist aber nicht. Nee. Ist auch überhaupt nicht meine Pflanze eigentlich. Warum? Zu langsam wachsend. Ich mag keine langsam wachsenden Pflanzen eigentlich. Aber ab und zu muss man auch mal gucken, was man macht hier. Sollen wir mal neue Wege gehen. Hier ist noch eine Kryptokorine. Das ist jetzt alles eigentlich für hinten. Beziehungsweise für die Mitte wäre hier sowas noch geeignet. Also die Pflanze hier ist eine Ludwigia. Die hat halt immer unten so Freiwasserwurzeln, die nicht schön aussehen. Die sind da so ein bisschen gräulich immer, ganz komisch. Die zum Beispiel würde ich jetzt mal gucken, ob ich die hinter die Stämme gesetzt kriege. Weil da wird man ja unten einfach gar nichts von sehen. Ne? Dann kann man die immer schön unterhalb der Stämme zurückschneiden. Probier mir die einfach mal hier an die Stelle zu legen. Ist ja noch keine Strömung im Becken. Dann machen wir die dahin. Das ist hier Kirschblatt in Grün. Machen wir die auch noch. Die wuchert alles zu hier. Oh ja. Könnte man hier vorne in der Ecke noch machen, ne? Wo man die hält. Stopfe ich die gleich hier rein. Was geht weiter? Freunde, guckt euch das an. Loten. Feinste Loten habe ich mitgebracht. Wo kriegt man denn sowas? Gar nicht. Nur bei mir. Und Lotus, habe ich mir gedacht, wäre total geil hier. Auf halber Strecke. Also da, wo bei den meisten Leuten das Aquarium aufhört, könnte man hier schöne Loten einpflanzen. Ist das was, liebe Pflanzenfreunde? Und was ich ja auch habe,
ist ungefähr ein Kubikmeter. Von einem grünen Lotus. Ich könnte echt die ganze Ecke mit dem Zeug voll machen. Klar. Ich habe mehr als genug. Dann würde ich die Ecke nur Lotus machen. Wäre mal was, ne? So, das wäre jetzt auch noch was hier ganz für den Rand. Die sind nicht so schön, filmen da mal nicht so drauf. Die habe ich hinten aus so einer Ecke rausgezogen. Was ist das? Himianthus. Ah, okay. Ja. So, das ist auch so ein Ding, die schöner aussieht, ne? Wenn die nur 4-5 Halme hat, die irgendwo rauswachsen. Was ist das für eine? Weiß ich nicht. Das ist jemanden fragen, der sich mit Pflanzen auskennt. Was ich noch mit habe, ist wunderschöner Windellochfarn. Den würde ich, glaube ich, gleich unauffällig mit Kabelbindern irgendwo an einem Ast befestigen noch. Hier hinten, dann wird er nämlich oben auch so ein bisschen den Schacht noch verdecken. Diesen überaus hässlichen Schacht. Und dafür habe ich nämlich extra auch, was ich sonst auch nicht so gerne mache, außer als Schachtverdeckung. Schöne Valesneria gigantea mitgebracht. Das ist einfach die Pflanze für Schachtverdeckungen. Wir haben jetzt schon eine ganz gute Länge für die 80 cm. Und die wachsen ja auch echt schnell. Also, war gut. Hier noch Hygrophilia, die Form ist noch ein bisschen. Die schmeißen wir einfach mal dabei. Limnophilia. Nicht viel Limnophilia dabei. Ungefähr so viel, dass man damit ein 200 Liter Becken komplett zutackern könnte. Auf der nächsten Ebene. Tada! Es gibt noch mehrere Ebenen. Ich pflanze ja immer einfach drauf los. Mir kann das aber auch schon mal passieren, dass ich einfach hinterher hingehe und eine Pflanzengruppe komplett nochmal umsetze, wenn mir das irgendwie von den Farben untereinander nicht gefällt oder was. Kann das auch sein, dass ich nach einem halben Jahr hingehe und einfach sage, ja, na gut, das habe ich mir jetzt lange genug angeguckt, aber irgendwie wäre das da hinten schöner in der Ecke. Und dann setze ich auch wirklich mal was von rechts nach links komplett oder andersrum. Kann bei mir immer mal vorkommen. Aber das ist ja eigentlich auch das, was dann am Süßwasser im Gegensatz zum Meerwasser wieder Spaß macht. Dass man halt diese Flexibilität hat, ne? So, Janis, das hier ist? Rotala. Rotala, grün. Wie viele Töpfe sind das? 50. 50 Töpfe Rotala grün, okay. Jetzt habe ich aber nicht nur die, ich habe echt zu viel Pflanzen mit. Ich glaube, den grünen Lotus setze ich hier vorne hin, noch hinter den roten, aber vor den Stamm. Dann gucke ich immer, dass ich den schön niedrig halte. Und ich setze dann vielleicht hinten in die Ecke die Rotala rotundifundia. Und hier vorne hin, weil die bleibt ja ein bisschen tiefer immer, ja, setze ich den dann. Dann hast du so ein bisschen wie so ein Tal. Ne? Genau, dann geht das hier tiefer. So, kann man das schön schneiden, dass es so runter geht. Ne? Und auf der anderen Seite mit der Limnophilia wieder hoch. Ich glaube, so mache ich es. Guck mal, und auf der anderen Seite könnte ich hier mit dem Pogostemum erectus, dann würde ich die nämlich hier hinsetzen. Dann tausche ich die Limnophilia. Weiß ich auch noch nicht gegen was. Aber gegen was anderes. So, Rotala. 3-4 Stängelchen. Kommt hier hinten in die Ecke. Irgendwie. Hol ich mir die Noten nach vorne hier. Okay. Brauchst du die Zange? Was für eine Zange? Die Eheim-Zange. Nee, das kriege ich so hin. Mit dem Eheim-Greifer hat man leider nicht so viel Gefühl. Das mache ich immer ganz gerne mit der Pinzette, auch wenn ich mich nass mache. Geht mir das einfach leichter von der Hand, sage ich mal. Sind das ja alles sehr schnell wachsende Pflanzen, oder? Ja, schon. Doch. Also, bis auf die Kryptokurine und so, ne? Die sind halt nicht so schnell unterwegs, aber auch die haben ja ein großes Vermehrungspotenzial, ne? Warum machst du das so? Ist ja wahrscheinlich sehr viel Arbeit dann auch. Genau, ist viel Arbeit, aber es hält halt das Becken unheimlich stabil, ne? Ein wichtiger Teil meiner Aquarienphilosophie, dass man halt viele schnell wachsende Pflanzen hat. Das macht natürlich bei der Pflege relativ viel Arbeit. Spart aber natürlich auch auf der anderen Seite wieder Arbeit ein auch, ne? Ja. Ja, da sollte man wahrscheinlich auch dazu sagen, dass du wirklich jede Woche dann genau, hier bist. Ne? Ich bin immer bei allen Becken, für die ich die Pflege übernehme, bin ich jede Woche am Start und kümmere mich drum, weil sonst funktioniert das einfach nicht so, wie ich das möchte. Oder dass der Kunde sagen kann, das pflegt der Herr Stratmann. Sonst würde ich mich dafür wahrscheinlich schämen, ehrlich gesagt, wenn das nicht tippitoppi wäre. Unseriös, eine Aquarienpflege einmal im Monat anzubieten oder alle 6 Monate oder so. Warum? Ja, wie will man sich vernünftig um ein Aquarium kümmern, wenn das nur einmal im Monat oder noch seltener sieht? Ne? Das ist ja gar keinen Einfluss drauf. Ich meine, jeder weiß, was innerhalb von 2-3 Wochen mit einem Aquarium passieren kann, wenn irgendwas schief läuft. Muss ja nur mal irgendwo eine Pumpe ausfallen oder im Winter eine Heizung oder so, das muss halt kontrolliert werden. Ne? Wann glaubst du, musst du dir das erste Mal schneiden? Ich denke mal in 2-3 Wochen vielleicht. Ist aber jedes Mal ein bisschen unterschiedlich, muss ich sagen.
Ich habe jetzt ja ganz lange schon kein Becken mehr ohne Soil gemacht. Beim Soil fand ich immer, dass es sehr, sehr schnell ging. Mit dem Wachstum. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Deponit-Mix von Dennerle, der ist ja wirklich auch hervorragend geeignet, damit die Pflanzen gerade am Anfang auch schön schnell anwachsen. Weil die ja über die frischen Wurzeln sehr gut mit Nährstoffen versorgt werden, auch wenn im Aquarienwasser noch nicht alles so hundertprozentig stimmt vom Dünger her. Also da habe ich wirklich früher auch schon echt gute Erfahrungen mitgemacht. Deswegen habe ich das Produkt auch jetzt genommen eigentlich, weil ich einfach weiß, dass der funktioniert. Ne? Ich würde jetzt bei so einem Becken hier nicht irgendwie einfach irgendwas nehmen, in der Hoffnung, dass das funktioniert, sondern da muss man schon auf bewährte Sachen zurückgreifen. Auch wenn einem irgendwer anders das Blaue vom Himmel verspricht, kann man hier nicht einfach hingehen und irgendwas austesten bei 2000 Liter. Ne? Das kann man vielleicht mal für sich selber bei einem kleineren Becken oder so mal testen. In der Größe hat man schon eine gewisse Verantwortung dann dem Kunden auch gegenüber, ne? Dass das alles hundertprozentig ist, was man da so einsetzt. Und jemand sagte mal zu mir, das war noch in Schreinerzeiten, machet alles ordentlich, Fehler passieren noch genug von alleine. Da hat er auch, glaube ich, vollkommen recht gehabt. Die Lotusplantage. Wahrscheinlich sind das aber ungefähr 5000 zu viel. Gigantea-Pflanzen ist immer so ein bisschen tricky, wenn die lang sind. Und man sich die super schnell mit den anderen Pflanzen wieder rauszieht. Die schlagen auch sehr schnell aus in andere Richtungen, ne? Das stimmt, ja. Da muss man immer aufpassen, dass die nicht so völlig übertreiben. Diese Rhizome bilden, ne? Das ist halt einfach so. Für so eine Schachtverdeckung ist das wirklich die beste Pflanze. Kann man nicht anders sagen. Tust du für den Anfang jetzt auch schon Dünger rein? Ja, ich denke, ich werde mal ein bisschen Dünger dosieren, weil wir hier einen ganz großen Teil voll entsalztes Wasser haben. Zwar ziehen die auch ein bisschen über den Boden dann. Trotzdem werden wir ein bisschen Dünger reintun, ja. Mhm. Ich nehme Kabelbinder. Zwar empfiehlt es sich, den einfach locker rumzumachen, was mit einem hier gerade nicht geht, weil der Ast einfach zu dick ist. Wie lange dauert das, bis die festgewachsen ist? Sehr, sehr unterschiedlich. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das werden wir dann herausfinden. Aua! Wohin mit der wunderschönen Hygrophilia deformis? Ich finde die sehr, sehr geil. Ja? Ja, weil die so unfassbar dicht wächst. Und auch so schön schnell wächst irgendwie. Und was die ja macht, ist bei viel Licht, geht die auch über den Boden. Also die wird ja wirklich zum Bodendecker dann. Ich meine, machen ja mehrere Pflanzen, ist jetzt nicht die einzige, um Gottes Willen, aber ich finde, das sieht halt ganz geil aus, diese sternförmigen Blätter, die dann da entstehen. Wenn die so über den Boden kriecht, da habe ich schon Freude dran. Ja, ich finde, die muss halt richtig dicht sein, damit die richtig schön aussieht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn du da so einzelne Dinger hast, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, dann irgendwie, wenn das so ein bisschen sparsame Pflanze ist. Kommt nicht gut. Ja. Und davor jetzt die Bucostemon erectus setzen. Was ist das jetzt? Ich glaube, dass das diese Amania gracilis ist, aber ich weiß es nicht. Müsste man auch nachgucken. Ich habe diese Pflanze schon so lange, dass ich gar nicht mehr weiß, was es ist. Ich habe hinten gesehen, da kann man den Lotus, auf jeden Fall den grünen, noch was dichter pflanzen. Sind ja noch ein paar Pflänzchen da, das würde ich noch eben machen. Aber dann wäre der Teil auch erstmal erledigt. Wenn man hier drauf drückt, saugt sich das ganz bequem an. Da kommt erstmal Luft raus. Immer schön von den Vallisnerien wegstellen, das Ding. Thermo ist auch an? Thermo sollte auch an sein, ja. Geht aber easy bei dem, ne? Wahnsinn. Mhm. Krass. Zack, läuft das Ding. CO2 machst du gleich auch direkt an? Klar. Direkt all in gehen hier. Wir haben eine Carbonathärte von 3,5 hier. Das liegt daran, dass wir zum größten Teil vollentsalztes Wasser genommen haben. Vielleicht nochmal 300, 400 Liter schätzungsweise mit Kölner Stadtwasser aufgefüllt haben. Und dann ja, sind wir beim guten Wert rausgekommen, wie ich finde. 3,5 ist richtig gut. Und das Schöne ist jetzt, wir haben hier diesen pH-Controller Evolution Deluxe, heißt er. Der ist voreingestellt auf 4. Wir gehen jetzt aber auf 3. Wofür ist das jetzt gut? Also der, es gibt ja dieses Dreiecksverhältnis zwischen pH-Wert, KH-Wert und CO2-Gehalt im Wasser. Das Ding, das errechnet das von ganz alleine. Also das heißt, der misst den pH-Wert, jetzt hier 6,3, gibt man die Carbonathärte ein und dann errechnet er automatisch den optimalen CO2-Gehalt. Die Osmoseanlage läuft. Als nächstes werden wir die ATO installieren. Bei dem offenen Becken werden
wahrscheinlich einige Liter am Tag verdunsten und die müssen natürlich nachgefüllt werden. Die ATO kommt hier in die Tonne rein. Ich habe mich dazu entschieden, die Tonne in das Waschbecken zu stellen, weil Waschbecken brauche ich so in dem Sinne eh nicht. Wenn ich jetzt mal irgendwie Wasser ablassen will oder so, kann ich das hier immer noch. Ist genug Luft unter der Tonne. Ich habe extra was drunter gelegt, dass der Ablauf nicht blockiert wird. Die Tonne wird halt über die Osmoseanlage befüllt und das automatisch über den Tunzer 855 RO Water Controller. Als ATO nehmen wir von DD hier wie immer die Kompakt-ATO, weil die sich einfach schon durch ganz einfache Handhabung und Zuverlässigkeit bewährt hat. Muss man ganz einfach sagen. Ist noch nicht so ewig auf dem Markt, aber das Ding, das tut's und alle sind happy und zufrieden. Und es ist halt so einfach zu installieren, ne? Wenn man sich da andere Sachen anguckt. Wir haben ja letztes Mal die von Aquamedic gehabt im Video von Marcel. Könnt ihr auch hier sehen übrigens. Also das ist da doch deutlich einfacher. Packen wir das Pümpchen hier rein. So. Dann kümmern wir uns hier darum, dass das Schläuchlein ordentlich befestigt ist. Und lassen den Schlauch über Wasser rauskommen, damit er uns das Aquarium nicht leer zieht. Im Zweifel kann nichts mehr passieren. Das ist jetzt der Sensor, der den Wasserstand misst? Genau. Und auch Notaussensor. Gleichzeitig noch. Leider war das hier so, dass wir das Technikbecken nicht rausnehmen konnten, weil das anscheinend bevor diese Wände gebaut wurden, hier unten reingeschoben wurde. Also das Technikbecken bleibt jetzt da drin, das ist soweit leer und sauber. Hier steht der erste Filter, geht hier oben rein. Wir haben jetzt hier den durch den Schacht ansaugen lassen. Dadurch haben wir immer so ein bisschen Bewegung noch, und dann steht das Wasser nicht da drin. Wir haben die Verrohrung zurückgebaut und einfach nur Leerrohre gesetzt, wo wir jetzt die einzelnen Sensoren und alles festgemacht haben. Die Strömung ist natürlich außerhalb vom Filter. Wir haben hier eine Osmoseanlage, weil in Köln das Wasser echt grottenschlecht ist. Das bespeist dieses Fass hier. Das ist mit einer automatischen Abschaltung von Tunze hier an der Stelle. Wir haben Radeon, und zwar die neuen G5 Freshwater. 10 Stück. Ungefähr 90 Watt, glaube ich, haben die. Habe ich hier an so Aluschienen montiert. Das kann man bei denen ganz gut machen, weil die von oben so M5 Gewindeaufnahmen haben. Da kann man sich auch mal was selber bauen, wenn man selber was braucht. Machen wirklich ein geiles Licht. Stellen wir gleich auch noch ein, die Lampen. Dann haben wir hier zweiten Filter. Hier ist die CO2-Anlage. Die sind im Moment aus, weil der pH-Wert noch relativ weit unten ist. Der geht aber gerade stetig hoch. Das heißt, die werden irgendwann jetzt bald angehen. Das ist der Reaktor 1000 von Aquamedic. Oben geht das Wasser rein, unten raus. Hier geht das CO2 rein. Ne, da geht das CO2 rein. Hier ist die Entlüftung. Das geht hier hoch, dass wenn mal irgendwie Probleme sein sollten, dass da Luft drin steht, kann man die hier entlüften. Diese Ventile sind grottenschlecht von Aquamedic, den traue ich keinen Cent weit. Deswegen lege ich mir die immer oben ins Becken rein, dass falls mal irgendwie die doch aufgeben sollten, dass es direkt ins Becken zurückläuft. Hier ist der Controller vom pH, der war eben noch bei 6,3, jetzt sind wir bei 6,43. Das heißt also, wir sehen, er geht nach oben. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte und drückt auf die Glocke. Daumen hoch ist natürlich klar, auf jeden Fall. Ihr könnt auch bei uns bei Insta vorbeigucken, js.aqua.insta. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns da abonniert. Da kommen immer mal zwischendurch ein paar Neuigkeiten rein. Das nächste Video von dem Becken wird wahrscheinlich in einigen Wochen kommen, wenn wir hier Fische einsetzen. Das muss ich aber erst noch klären. Ich habe noch keine Ahnung, was hier reinkommt an Fischen, weil ich erst mit der Kundin noch sprechen muss. Aber das wird mit Sicherheit sehr, sehr schön. Wir freuen uns, dass ihr zugeguckt habt. Wir sind raus. Ciao!